Halli, hallo, Hallöchen und willkommen zurück bei Pokémon Saphir. Und ja, letzte Folge haben wir bekommen, glaube ich, ein Ei, oder? Ja, das dürfen wir letzte Folge bekommen haben. Auf jeden Fall nehme ich jetzt mal erstmal von den ganzen Zickzacks hier, die ich habe, die Items. So. Und dann. Ach komm, wir rennen. Dann, ach komm, gegen den kämpfen wir. Können wir nicht gegen den kämpfen? Ich würde gerne nach Malvenfroh City, aber wenn ich diese Stufen hinuntergehe, komme ich kaum wieder nach Bad Lavastadt. Wie jetzt? Hier ist nämlich was. Ja, Nugget. Das ist doch ein schönes, tolles Item. Kann jedermann mal gebrauchen, so ein Goldnugget. So, haben wir nicht Wüstenglas bekommen? Ja, das haben wir. Sternenstaub. Scheiße, mein Beutel ist voll. Beutel. Ach du Scheiße, was habe ich denn alles geben? Was kann ich... Das kann ich Morabel geben. Sprudel, Gegengift, Top-Genesung, Top-Ether, Protein. Protein gebe ich dem Schwalboss. Ja, das tue ich. Ich gebe es beim Schwalboss. So, dann, Carbon, Initiative. Hauen wir auch bei Schwalboss rein. Holzkohle können wir noch keinem richtig geben. Aber jetzt haben wir den Sternenstaub erhalten. Da gehen wir jetzt mal ein bisschen gezielter durch. Und ein Tuska. Tuska. Geduld. Yay. Sandsturm tobt. Und Egelsamen. Und Sandsturm tobt. Und Tschumboom. Und Kaboom. Bringt's nicht. Bringt's gar nicht. Bringt's gar nicht. Nope, bringt's nicht. Nope, Bodycheck. Ging daneben, wie wunderbar. Jetzt wird's mir langsam etwas zu doof. Ganz einfach mache ich das jetzt. Halsmaul mit deiner Nadelrakete. Halsmaul, Tuska, Halsmaul. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse, Flügelschlag. Tschüss. Bye und auf Wiedersehen. Und nochmal ein Tuska. Ach nö. Ich wollte mir doch einen Knackleon fangen. Aha. So. Ich weiß. Ah, Knackleon. Weiblich. Ich will es mit dem Wesen hart eigentlich. Also. Mal probieren. Tot. Okay. Ich nehme das. Ah, Wurzelfossil. Wurzelfossil, ja, ich will ein Willi. Tuska! Ich hasse Tuska! Tuska ist scheiße! Tuska ist doof! Ach komm, sollen wir kämpfen? Hallo? Ja, wie ein Superheld fühlst du dich mit deinem scheiß Wüstenglas, du blöder Camper. Fühlst du dich, wenn ich dich jetzt mit der Aquaknarre vernichten schlage? Ja, da fühlst du dich noch, gell? Und ein Sandan bringt's dir auch nicht. Oh. Ich will dich erstmal wissen. Supertrank, okay. Was war's jetzt? Ach, scheiß drauf. Ich tue Schwalbos raustun. Pupanze. Ich weiß nicht, wie man das sprechen soll. Ruckzuckieb. Ich kann doch nicht nur im Geiste gewinnen. Nee, es war, glaube ich, eher eine. Ach, scheiß drauf. Jana, hallo Jana. Aquaknarre.
So, dann das und das. So. Gut. Oh, du hast gewonnen. Ja, danke, das habe ich. Ach, halt's Maul, Tuska. Flucht. Hallo. Das Wüstenglas steht dir gut, aber ich bin sicher, mir steht es besser. Wir entscheiden das besser in einem Kampf. Ja, so werden heute auch die... So wird auch die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel immer gewählt. Also, jede schickt ihr Pokémon rein und... Die mit dem... Die Fette mit dem Relaxo, die gewinnt. Deswegen haben wir halt immer die Gewinnerin da. Also, war. Manchmal... Ja. Ah, noch mehr Gegner. Sandan, darauf habe ich eigentlich keinen Bock. Aber ich tue trotzdem mal Aquaknarre einjetschen. Und langsam wird mein Morabel overpowered. Und jetzt muss ich hier genau... Yay, das wusste ich doch. Aber trotzdem will ich gegen ihn kämpfen. Seit 30 Jahren suche ich nach antiken Ruinen. Werdet jetzt herausgefordert. Darauf fällt mir jetzt kein dummer Spruch ein, also tut mir leid. Das war sehr dumm. Warum habe ich nicht Aquaknarre eingesetzt? Ich bin doch so doof. Und ich hoffe, mein Mikro ist überhaupt an. Das muss ich irgendwie bei jeder Aufnahme überprüfen und es ist an. Und ich setze Aquaknarre rein. Da, la, 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 es ist tot. Und das beschleunigen wir mal. Ich habe nach Ruinen, aber leider nicht nach starken Pokémon gesucht. Oh, das war jetzt ein Diss für dein armes Sandama. Das ist mal böse. Ich habe gehört, dass man in der Wüste Fossilien finden kann. Aber wo? Ja. Da bin ich leider überfragt. Also, es ist ja jetzt nicht so, als hätte ich eins gesehen, aber... Nee, habe ich nicht. Nee. Tut mir leid. Nee, wie ging daneben? Alter, wie sich das anhört. Boah, das kann einem doch irgendwann echt mal auf den Sack gehen. Ich war in Gedanken bei den Fossilien. Ja, und ich habe wieder Geld gewonnen. Tuska, ich will kein Tuska. Flucht. So, und jetzt werde ich mal hier, Sprudel da einsetzen. Und den Supertrank nehme ich nicht von meinem Feeder. Nein, kein Tuska. Nein. Hier, da will ich rein. Ja, ich werde hier mal so... also ich sag jetzt einfach mal so ganz dreist, dass ich mal alle Legendären fangen werde, die es zu fangen gibt. Also in Latias dürfte es sein hier. Ach, Knackleon. Gut, es dürfte Latias sein, Rayquaza, Regi Ice, Regi Steel, Regi Rock werde ich fangen. Kyoko. Scheiße, das könnte es besiegen. Bitte nicht. Mehr gibt's glaube ich nicht. Denke ich. Könnte mich zumindest nicht an irgendwas erinnern. Noch. Ne, das war's. Crowdon würde noch fehlen, aber... Das geht ja wohl sehr schlecht. Ach komm, setz doch nicht andauernd Sandwirbel ein. Ja. Jetzt kommt die Finte. Jetzt kommt sie. Weißt du, was ich dazu sag? Lehmschuss. Weißt du, was ich dazu sag? Lehmschuss. Ah, da ist es jetzt besiegt. Ich will einen scheiß Knackleon. Ich will es.
Ich will in die Beltra. Okay. Und dann mache ich Aquaknarre. Und Tosca! Ah! Oh, ich hasse es. Sandan! Oh! Aquaknarre, stirb! Mehr hast du nicht verdient als den Tod. Aha! Komm! So. Bitte, nein, natürlich nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt mache ich einen Bodycheck, na klar. Intelligenz, lass grüßen. Aquaknarre. So. Ja, ein Knackleon. Jetzt aber. Mit Lebensschuss und es dürfte nicht besiegt. Volltreffer! 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 Das Vieh hat gleich ein Level ab und dann entwickelt sich's, glaube ich. Nee, noch nicht. Ein Level noch, stimmt. Knackleon, so. Hallo Knackleon. Du weißt, was ich von dir will. Nicht das! Tosca! Weißt du was? Flucht? Der Part heißt auf der Suche nach dem Knackleon. Und wenn ich das nicht so nenne, dann schreibt das bitte in die Kommentare, weil ich keinen Bock habe, da irgendwie dann erst in 10 Jahren oder so von irgendjemand dann erinnert zu werden. Knackleon. Gut, jetzt, Lebensschuss, bitte ohne Volltreffer. Okay, es ist auch ohne Volltreffer besiegt. Was ich sehr schön finde. Jetzt wollte ich gerade wechseln. Auf ein Schwallboss. Ja, Schwallboss ist es. Wie ging daneben? Das ist ein Betrug! Betrug ist es! Wo ist eigentlich mein... Ah, da ist mein Mikro. Also falls eben da was gehört habt, das war meine Hand, die mein Mikro aus Versehen ganz sanft gestreichelt hat. Ach, komm schon, scheiß Tosca! Halt die Fresse, Tosca, mit deinen hessischen Zehen oder was es sein soll. So, bitte ein Tosca, danke. Flucht. Sandan. Flucht. Ah, ein Knackleon. Und was ist das jetzt da außerhalb meines Zimmers? Für ein dummes Vieh. Hund, Katze, egal was du bist, mach nicht mehr so Geräusche. Yay! Und jetzt nochmal Geduld. Und es setzt Biss ein. Und es setzt nochmal Biss ein. Und bitte sei nicht besiegt. Bitte sei... Jetzt trifft's nicht das Scheißvieh! Geduld, Sandwirbel, okay. Das nächste Mal einfach eine Finte. Eine Finte. Danke. Und jetzt hau es rein. So. Und jetzt scheiß ich auf den Dreck. So. Superball. Knackleon wurde gefangen. Nach 10 Minuten ungefähr. 10 Minuten. Ja, das ist ein geduldiger Jäger. Ich auch. Knackleon. Nee. Wie mache ich das zurück?
Wo ist scharfe S? Ach, egal. Scheiße. Also... Wie wurde auf PC übertragen auch noch? Och, nö. Und zur Sicherheit fange ich mir jetzt noch eins. Oder auch nicht. Ach komm schon, jetzt kommen zwei Stück auf einmal. Ja. Warte mal, ich will jetzt wissen, ob ein drittes noch hintereinander kommt, dann ist gut. Das wäre nämlich gecheatet. Und ich mag kein Cheaten. So. Ey, wie? Ich bin voller Schwung und Elan und mein Pokémon nicht minder. Jetzt könnte ich einen gemeinen Kommentar darüber ablassen, in welcher Hinsicht es minder ist, aber wenn jemand den versteht, dann ist er gut. Weil ich verstehe nämlich nicht. Zickzacks, durch, durch, raus, da, wuff, wum, wum, wum. Komm jederzeit vorbei, ich will jetzt eigentlich nur an den scheiß PC hier bewegen. Bericht locker. Okay, verhindert Angriffsreduktion ist schon mal sehr gut. Locker. Was bringt denn das nochmal? Bei den Wesen war ich nie gut. Nom 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 nom. Ei. Nee, ach doch. Das Ei brüte ich beim anderen Mal aus. Okay, jetzt können wir gleich mal hier trainieren mit meinem Knackleon. Und da werden wir mal... Nein. Item nehmen. Sonderbonbon. Finde ich sehr schön. Pokémon. Na, ach, komm. Tausch mit Schwalbos, denn hier ist irgendwo ein Doppelkampf. Hier unten. Yay! Sie werden mich töten! Vergewaltigung! Okay. Aquaknarre auf. Nein. Egal. Scheiß drauf. Und Finte auf das. War das jetzt klug? Nein, das war nicht klug, glaube ich. War das klug? War das klug? Das war normal. So, dann nochmal und weg ist es. Oh nein, tut mir leid, Irmgard. Ich habe dich im Stich gelassen. Okay, jetzt wird das gewechselt. Tausch damit. So, jetzt hau. Bitte lass mich überprüfen, ob du deine Pokémon noch richtig aufgezogen hast. So, das wird ein schöner Kampf. 6 Viecher. So, Heuler. Dann ist das schon mal weg. Das ist weg. Meryl, nee, was mache ich eigentlich? Ach komm, scheiß drauf. Der Kampf geht sowieso schnell, also. Roselia, scheiß drauf. Mir ist scheißegal, gegen was ich da antreten muss. Kann sowieso nichts. Außer mich höchstens besiegen, aber mir auch nicht. Giftstachel. Und der Todesstoß. Boom. Yay. Ein Knilz. Das hauen wir dann auch mal schnell weg. Ja, scheiß auf meine Egel, deine Egelsamen. Level 22. Goldini, Goldini. Eigentlich ist das etwas dumm. Ein Goldini am Land. Yay! Dann ist es eigentlich auf demselben Level wie ein Carpador im Wasser. Also ein Carpador im Wasser ist genauso gut wie ein Schwalbini. Goldini. Schwalbini, Goldini.
am Land. Und das ist nicht logisch bei Pokémon. Ja, das musste mal gesagt werden. So. Oh. Dann muss ich mal hier... nee, nicht Sonderbonbon. Wo ist ein Supertrank? Da. Habe ich ja genug. Da kann ich auch einen ausgeben. Ach komm. Finte. Haus weg. Haus weg. Haus weg. Es ist weg. Kaboom. Ja, sie sehen sehr gut aus. Nein. Ah, Vollbeat. Ah, nee. Das ist scheiße, das Vieh. Erstens wegen Doppelteam. Und da regt es mich so auf. Und zweitens wegen Mondschein. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, weiter gegen dieses Vieh zu kämpfen.